I muss mich filmen. Okay. And roll, and roll, and rock and roll, and roll, and roll, und and rock and roll, and roll, and roll, yeah, rock and roll, do the Kippa roll. Sicher darf man das. Die chassidische Juden, die tanzen alle. Die tanzen als Teil der Gottesdienst. Und der, mit Kippa. Und der Pelzhut. Der Pelzhut ziehen sie dann auch noch so ein Ding, oder wie? Nein. Der Pelzhut ist wie jeder Hut, der sitzt gut fest, weil der weich ist. Ja, ja, ja. Hier verkaufen sie keine Pelzhüte, weil das ist sehr teuer. Klimatisch, wegen teuer. Und unter dem Pelzhut ist auch noch so ein Kappel. Ja, ja, weil auch diese chassidische Juden, wenn sie dann wenn sie dann zu Hause sind, tun sie den Pelzhut an und dann haben sie das an. Gut. Die chassidische tragen gewöhnlicherweise eine schwarze Kippa, ja. Aber eben genau wie wir verschiedene Kleider haben, es kommt darauf an, wie jeder sich kleiden möchte. Es gibt auch Mode in den Kippa zum Beispiel, das ist dann mit der israelischen Armee, weil das wollen die Leute hier haben. Ja. Ich habe schon echt Kippas gesehen mit FC Bayern München. Ah. Echt und solche Sachen. Echt, ja. Ist alles in Ordnung. Es gibt keine Vorschrift an Kippa. Es gibt keine Vorschrift. Weiß, man muss sich oder? Den Kopf bedecken, das ist alles. Aber die meisten sind weiß. Nein, auch nicht. Weil die strenggläubigen Juden sind schwarz gekleidet. Und dann schwarze Kippas. Okay.